Herzlich willkommen, Soro-Klobe-Freunde, zu Let's Play Gothic 2. Das ist doch alles nur Gerede. Ja, nein, ist nicht nur Gerede. Heute, liebe Freunde, werden wir Feuermagier. Ja, wir werden Feuermagier. Mir wurde zugetragen, dass ich, bevor ich zu Laris gehen kann, erstmal zu Vatras muss. Und das machen wir jetzt erstmal. Und zwar unter der Gesprächsoption mehr, halt's Maul. Hier so. Erzähl mir was über den Ring des Wassers. Haben wir gemacht, der vermissten Leute. Ich will Adanos was spenden, kannst du mir über die Magie beibringen. Erzähl mir über die Götter, kannst du mich heilen. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Nur den erwählten Innos und den erwählten Adanos ist es gestattet, Runenmagie zu wirken. Aber auch gewöhnliche Sterbliche können Magie mit Hilfe von... Ja, ich bin ja bald einer von euch. Ich kann dir zeigen, wie du deine magischen Kräfte kanalisieren und erweitern kannst. Nice, aber ich will eigentlich... Ich dachte... Irgendwie, erzähl mir über die Götter, kannst du mich heilen? Ich will meine magische Kraft steigern. Irgendwie kann ich doch jetzt gar nicht. Der schickt mich doch nicht zu Laris, oder? Erzähl mir als Anwärter, aber ich... Ja, das haben wir schon gemacht. Wer? Ich gehe das hier nochmal kurz durch. Wir vermuten, dass diese Ruinen den Zugang zu einem bisher unerforschten Teil der Insel darstellen. Okay. Erzähl mir mehr über den unerforschten Teil. Wenn du daran interessiert bist, dich der Expedition anzuschließen, kann ich dich da war ich schon. Zu Saturas schicken. Du kannst natürlich nur dann teilnehmen, wenn du einer von uns bist. Natürlich. Was genau Scheiße, da habe ich mich noch gar nicht drüber informiert. Wir stehen zwischen der Ordnung Innos und dem Chaos Belias. Wenn eine der beiden Parteien die Überhand gewinnt, dann bedeutet das den Verlust der Freiheit auf der einen Freiheit? Seite... Oder das todbringende Chaos auf der anderen. Und so sorgen wir dafür, dass Gleichgewicht herrscht zwischen ihnen. Nur so ist ein Leben auf dieser Welt überhaupt möglich. Ah, verstehe. Als Anwärter, aber ich will... Wer... Das wird... Wo sind die anderen? Was? Sie erforschen die Ruinen. Wir vermuten, dass diese Ruinen... Erzähl mir mehr über den Unab. Wenn du daran interessiert bist, kannst du natürlich... Okay, dann ist das jetzt ein Bug, dass ich das nochmal... Dann haben wir das schon besprochen. Wegen der vermissten Leute, ich will Adanos... Wegen der... Ja? Ich will dir... Was hat... Bisher... Ja, aber ich... Erzähl mir über die Götter, kannst du mich heilen? Ich will... Hier kann ich Mana lernen, aber... Der schickt mich jetzt nicht irgendwie. Ich frage das. Der schickt mich nicht zu Laris. Ich kann jetzt nochmal zu Laris gehen, aber. Ist. Ihr seht es ja selber. Also die Option gab es jetzt nicht. Und das Schreiben für Saturas haben wir ja überbracht. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Also wir haben uns das wahrscheinlich schon angehört, aber ich finde das dann immer blöd, dass in Gothic dann irgendwie, dass diese Option dann nicht weg ist, wenn man das schon besprochen hat. So. Er wird mich aber jetzt auch nicht, oder? Er arbeitet auch den ganzen Tag. Okay, lass... Der erzähle ich gar nichts mehr. Okay, lass uns gehen. Wohin? Soll ich mich denn noch alles kümmern? Nee, also... Wegen der verschwundenen Leute? Wegen der verschwundenen... Erzähl mir, was du... William, ein Erstmal... Ja, das ist... Was ist die Sache nicht eine... What the fuck? Ich konnte doch am Anfang... Hatte ich dir doch die Option bei Laris, hier, bring mich da bei der... Oder konnte ich mir doch eine Gilde aussuchen? Warum geht das jetzt nicht mehr? Ihr habt's gesehen, Freunde. Ich war bei Vatras. Das ist mal wieder typisch. Ja, bin ich jetzt blöd? Oh, knusper mal mir nicht so ins Öhrchen, bitte. Es geht nicht. Dann gehe ich jetzt einfach selber zum Kloster, aber das ist doch dämlich.
Ist blöd. Ich brauche eure Hilfe, Vatras. Ich brauche eure Hilfe. Ihr habt doch die Connections. So. Erzähl mir über den Ring des Wassers. Haben wir gemacht. Wegen der vermissten Leute haben wir gemacht. Ich will Adanos etwas spenden. Ich denke nicht, dass das nötig ist. Erzähl mir über die Götter. Was genau möchtest du? Erzähl mir über Belia. Belia ist der finstere Gott des Todes, der Zerstörung und alles Widernatürlichen. Er liegt im ewigen Kampf mit Innos. Doch Adanos bewahrt das Gleichgewicht zwischen den beiden. Nur wenige Menschen folgen Belias Ruf. Doch denen, die es tun, verleiht er große Stärke. Nice. Ja, das ist auch nicht so wichtig. Kannst du mich heilen? Ich will mal... Ja, mehr ist es nicht, Freunde. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt mit der Mod zu tun hat, aber... Das wäre bescheuert, wenn die das einfach rausnehmen. Ich gebe nochmal kurz Respekt der Söldner. Aufnahme bei den Söldnern. Aber das ist jetzt nicht, weil ich das gemacht habe, oder? Weil ich gesagt habe, ich will bei euch mitmachen. Das heißt jetzt nicht, dass ich... jetzt nicht mehr die Möglichkeit habe, woanders mitzumachen, oder? Das wäre mega scheiße, ehrlich gesagt. So. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt einfach zum Kloster. Scheiß drauf. Dann hilft der Laris mir halt nicht. Mach ich's alleine. Hui. Ike hat noch geschrieben unter der letzten Folge, dass es noch eine Geschicklichkeitswaffe gibt bei... Jetzt muss ich gerade mal gucken. Und zwar bei Onas Hof. Genau, also das heißt da hinten. Vielleicht solltest du hinter dem Schafshirten Pepe mal nachschauen. Na gut. Ach so, und dann war noch irgendwas mit Regis reden. Dann gehe ich erstmal hier. Wisst ihr was? Dann gehe ich erstmal zurück und rede mit Regis. Der ist nämlich im oberen Viertel. Knister, knister. So. Wir schaffen das, die Folge noch mit den Feuermagiern, Freunde. Das wird noch was. So, Stadtwache. Alles klar bei euch, Jungs. Bleibt ruhig stehen. So, und hier, Junge, komm. Ich kann mit dem einfach gar nicht mehr reden. Der ist einfach, keine Ahnung, der hat keinen Bock mehr auf mich, weiß ich nicht. So geil Gothic ist, aber manchmal ist es ziemlich verbuggt. Kann natürlich auch an den Mods liegen. Und an diesem Ort, die das so ein bisschen kaputt machen. Aber es sind ja immer mal... Das Witzige ist, es sind ja echt viele Fehler aufgetreten, so bei den Gothic-Spielern, beziehungsweise was im Forum so steht. Aber da hast du selber so gedacht, ey, das ist doch... Das ist möglich so, das ist so krass. Wie zum Beispiel die Sache mit Diego, dass der auf einmal nackig, ne, wie wir es bei 7 Mann ein Safe-Game hatten. Warum passiert das nicht bei jedem, keine Ahnung, bei jedem Dritten? Das habe ich ganz selten. Das habe ich, glaube ich, irgendwie einen Eintrag dazu habe ich gesehen. Von Millionen Gothic-Spielern. So krass. Beziehungsweise kann es natürlich auch sein, wo ist denn Regis hier überhaupt? Wambo? Riddor? Bürger. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Wo ist denn Regis? Bist du Regis? Nee, bist du Regis? Nee, das Lutero kann man jetzt lernen. Nein, natürlich nicht. Regis! War das der Händler hier drin? Bist du Regis? Nee, Salandre. Wo ist denn Regis?
Holy shit, wo ist Regis? Alter. Okay, ich rede später mit Regis. Mann. Was ist das schon wieder für ein Folgenstart? Ich krieg schon wieder nichts geschissen. Wer ist denn Regis? Das kann doch nicht wahr sein. Ist hier Regis? Nee. Das ist wirklich nicht mein Problem. Da drin war, glaube ich, der Richter, ne, den wir aus dem ersten Teil noch kennen, vom Anfang. Ja, der heißt ja nicht Regis, der heißt der Richter. Ist auch sein Name, Richter. Alter. Ich kann mich auch echt gar nicht mehr erinnern, wo Regis ist. Ob der jetzt im oberen Viertel ist oder ob der... Du hattest nur, Ike, diese Zeitverlinkung gemacht, wo ich halt hier im oberen Viertel war. Und da dachte ich, der wäre vielleicht hier, aber... Ich weiß nicht mehr, Freunde. Ich weiß nicht, wo Regis ist. Man muss sich ja auch so viele Namen merken. So, aber jetzt gehen wir, Freunde, jetzt gehen wir zum Kaloster. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern. Nie mehr sollt ihr mein Land betreten. Wo war denn Regis? War Regis hier? Einer von den Händlern? Worum soll ich mich denn noch Jora? Baltram? Ne, das war hier Zurich. Zurich. Wo ist denn Regis? Ich glaube da nicht dran. Wo war nochmal Regis, ey? Oh, Alter. Wissen Sie das? Das Diebeszeichen, genau, Lehrer. Bei Garn kann ich lernen, wie man Tiere ausnimmt. Oh, keine Ahnung, wo jetzt Regis war. Der erzähle ich gar nichts. Wo war Regis? War das ein Söldner? Oh, ich weiß es nicht mehr, Freunde. Kann sein, dass es ein Söldner war. Ich weiß nicht mehr. Aber jetzt gehen wir zum Kloster. Jetzt werden wir Feuermagier. Fire Wizard werden wir jetzt. Ne? You know, Bescheid. So. I make me on the way to the Fire Wizards. I don't know if it work. But when? I'm out of the house. Alter. So, zur Taverne, genau. Und da müssen wir aber nach links. Freut mich auch, dass das geklappt hat jetzt mit Randolph. Und ich freue mich aber so, wenn wir dann Feuermagier sind, dass wir dann endlich push it to the limit. Junge, da wird richtig hoch gepumpt, das Mana. Holy moly, da hole ich mir die Runen. Und dann geht's ab, Freunde. Dann geht's ab. So, hier geht's jetzt, glaube ich, hier nach links, ne, geht's zum Kloster, ne? Ja. Na dann gehen wir mal, Freunde. Mir sagt die Zeit. Hälfte ist vorbei. Uch, nee, ja, ich wollte hier schon... gemäß der Magier die Magie zücken, aber ich glaube, mit dem Schwert komme ich hier erstmal weiter. Komm her, du. Zack. So geht's halt viel schneller, Freunde. So geht's halt echt viel schneller. Komm her, du. Nein, du frisst das nicht, Junge. So. Zack. So geht's echt schneller, Freunde. So. Klopp mir das Fleisch raus. Weiter. Noch irgendein Getier. Ich muss natürlich auch gucken, dass ich alle Pflänzchen... Komm her, Junge. Keifendes, ekliges Fidu, ey. Komm her, gib mir dein Fleisch. Oh, was haben wir hier? Oh, was geht denn da ab? Ist doch ein Fire Wizard hier. Iskarot. Hey. Innos zum Gruß. Was kann ich für dich tun, Wanderer? Yo. Erstmal annicken. Wohin komme ich, wenn ich diesen Weg weitergehe? Der Weg führt zum Kloster der Feuermagier. Doch der Zutritt ist nur den Dienern Innos gestattet. Okay. Und wenn du als Novize im Kloster aufgenommen werden willst, musst du ein Schaf mitbringen.
Und 1000 Goldstücke. Was machst du hier? Ich bin ein Magier des Feuers. Ein Priester unseres Gottes Gold. Innos. Dieser Schrein ist ihm, dem obersten Gott, dem Schöpfer des Feuers und Herrn der Gerichtsbarkeit geweiht. Zu mir kommen die Menschen, um zu Innos zu beten und sich segnen zu lassen. Und für eine kleine Spende bekommst du bei mir verschiedene nützliche Dinge. Natürlich, immer erstmal spenden, Alter. Segne mich. Nee, kannst vergessen. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine. Ach so war das gemeint, dass ich dafür bezahlen muss. Ja, okay. Ich dachte, ich muss jetzt dafür bezahlen, dass ich mit ihm handeln kann. So, ja, okay. Die kaufe ich mir auf jeden Fall mal. Das kaufe ich mir. Ring der Erleuchtung, Mana plus 10, Lebensenergie plus 3300. Shit, Alter. Aber Feuerpfeil. Das gönne ich mir mal. Sowas ist nice. Schlaf, leichte Wunden heilen, Licht, nee. Nee, okay, was ist das? Gletscherquarz. Okay. Möge Innos allzeit über dich wachen. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann hätte ich eigentlich, wenn das jetzt geklappt hätte mit Laris, ich hätte zu Laris gehen können, hätte gesagt, ja, Brudi, ich will im Kloster aufgenommen werden. Kannst du mir helfen? Dann hätte der, glaube ich, gesagt, ja, kannst du machen. Und zwar hier der Feuermagier in der Stadt. Wie heißt der? Weiß jetzt nicht. Daron, glaube ich, ja, Daron. Der sucht seine Innos-Statue, die wir aus der Höhle gefunden haben. Und dann wären wir vielleicht ohne das Schaf, was er jetzt gesagt hat, reingekommen. Und da das aber jetzt nicht mehr geht bei Laris, müssen wir das jetzt anders machen. Das heißt, wir flitzen jetzt nochmal zum Hof, wo ich mir ein Schaf kaufen kann. Und dann kaufe ich mir ein Schaf, Alter. Aber habe ich dann... Boah, shit. Habe ich dann plus 1000 Gold, Alter. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja gut, dafür muss ich halt keinen Monats- oder Jahresbeitrag zahlen. Hoffe ich doch mal. Aber 1000 Gold, das schon hab ich. Und das hab ich nicht. Also ich hab's schon, aber... Die sind aber echt so ein bisschen, also so... Die Feuermagier, die sind so ein bisschen so... Ja, ich schäme mich da gar nicht irgendwie zu sagen, dass du mir Geld geben musst oder dass das halt auf freiwilliger Basis ist. Nö. Ich meine... Das ist aber, no hate so, aber das ist ja bei Religion, finde ich allgemein so ein bisschen fragwürdig. Diese Kirchensteuer und alles, was du dann zahlen musst. Das sind ja ganz schöne Beträge. Also, es ist krass. Ich meine, klar, das muss auch irgendwie, da ist Erde, da muss ja auch alles finanziert werden. Irgendwelche Erhalt von sämtlichen Kirchen. Aber das ist doch kein... privater Verein, oder? Würde ich mal behaupten. Ich kenne mich da auch jetzt, also ich kann da vielleicht auch gar nicht so viel mitreden, weil ich ich gehöre ja keiner Religion an. Ich habe da auch gar nicht so viel Ahnung, als dass ich da, es ist nur das, was ich gehört habe. Und auch von religiösen Menschen. Dass da einige, guck mal, kann ich hier vielleicht schon? Scharf, scharf, scharf. Kann ich hier? Nee, das ist ein Bauer. Ist der Regis vielleicht hier? Regis! Cypher? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Hier will ich gar nicht reingehen. Mir ist zu Ohren gekommen, du hast es auf meine Jungs abgesehen. Und soweit ich weiß, bist du einer von Lees Schützlingen. Ich warne dich. Bald werden sich hier einige Dinge ändern und dann werden wir uns nochmal über die Sache unterhalten. Brudi. Wir beide müssen uns mal unterhalten. Was willst du? Ich denke, es wird das Beste sein, wenn du dich auf dem Hof nicht mehr blicken lässt. Sieh zu, dass du hier bis morgen verschwunden bist. Wir haben uns verstanden? Nee, kurz vergessen, Alter. Also ich bin weg, aber ich komme wieder, mein Freund Jarvis.
Ich weiß nicht mehr, es tut mir so leid, Freunde. Ich weiß nicht mehr, wo Regis ist. Ich weiß nicht mehr. Ich bin weg, aber ich komme wieder, mein Freund, und zwar als Feuermagier. Und dann kassierst du richtig. Wo war denn der Schafshirte? Der war doch hier. Und da könnte ich doch eigentlich mal gucken. Wegen der Waffe. Das war doch hier, bei ihm, ne? Etwas weiter da hinten. Hinter ihm oder so. Im Wald. Pepe. Kann ich ein Schaf kaufen? Genau, das machen wir gleich. Ich hab das doch richtig gelesen, oder? In der Nähe von Honas Hof gibt es eine Möglichkeit, eine gute Schicklichkeitswaffe zu finden. Allerdings mit einem kleinen Hindernis. Vielleicht solltest du dir das hinter dem Schafshirten Pepe mal das Waldstück etwas genauer ansehen. Also. Hier, oder? Ich habe ja eigentlich gesagt, dass wir diese Folge Feuermagier werden. Es wird jetzt natürlich ein bisschen knapp. Oh, wir haben eine Waldbeere gefunden. Es hat sich schon gelohnt. Oh, jetzt summen die mir jetzt wieder das Öhrchen voll. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt finden werde. Auf die Schnelle. Mit einem kleinen Hindernis. Was meinst du mit Hindernis? Das ist gut verpackt. Schön gesagt, aber... Was könnte ein Hindernis sein? Die Blutfliegen? Meinst du die Blutfliegen? Ist auch witzig, wie erst der Nebel so da ist, so... Kannst 10 Meter weit gucken, dann auf einmal weg. Meinst du hier bei dem... Oh, shit. Oh, fuck, sind das giftige? Ich hab's jetzt gar nicht gelesen. Das giftige Blutfliegen. Guck mal ganz kurz. Oh! Oh fuck, ich hab nicht gespeichert. Ich speichere jetzt mal schnell. Oh fuck, lauf doch! Okay, das macht jetzt noch keinen Sinn. Das macht jetzt noch keinen Sinn. Fuck, ich bin... Oh no. Hoffentlich komme ich da jetzt noch weg. Oh, ich hoffe, vielleicht schaffen wir es diese Folge doch nicht mehr. Ich dachte, wir schaffen es die Folge jetzt. Feuermagier zu werden. Oh, lauf zu. Oh Gott, na klar, noch ein Wildschwein dazu. Natürlich. Und da sind Wölfe. Na klar. What fuck? Wölfe, kein Problem. Und wie weit das Vieh mir hinterher rennt. Natürlich. Kommt alle dazu. Wir machen eine fette Party. Hier, Feldräuber. Auch lange nicht gehabt. Kommt her. Ja, komm, keift mir nichts Ohr voll, kommt mit. Ich weiß auch überhaupt nicht. Boah, fuck, wo renne ich denn? Oh mein Gott! Willst du mich verarschen? Das sind fucking Trolle, Alter! Aber warte mal, vielleicht, ich glaube, die waren so langsam. Vielleicht gibt es da eine Technik, den irgendwie umzuhauen. Komm her, Junge. Ja. Alter, ich bin Hulk! Habt ihr gesehen, wie der umgefallen ist? Warte mal. Ja, alles klar. Okay, ich schaff's vielleicht doch nicht. Das wird jetzt vielleicht zu lang dauern. Vielleicht könnten wir, wenn jetzt rausfinden, wie sein Kampfstil ist, dann könnten wir es schaffen, aber das dauert jetzt auch zu lange. Alter, wo bin ich denn hier schon wieder hingerannt? Wer seid ihr denn? Wo bin ich jetzt? Wer bist du denn? Shit, ich glaube, da kommt ein Wolf. Grom, Alter.
Jawohl, und gib her das Fleisch und das Wolfsfell. Grom, alles klar? Oh, alles klar, nice. Ah, ein fremder Wanderer. Ich bin sehr beschäftigt, also was willst du? Was machst du hier, Junge? Was machst du hier? Es geht ab bei dir. Was so ein Holzfäller und Jäger eben so macht. Brot backen. Was gibt's hier Interessantes zu sehen? Interessant ist gut gesagt. Wenn du hier weiter in den Wald hineingehst, dann wirst du auf ganz üble Gesellen treffen. Mhm. Sie sind etwa 3 Meter groß, haarig und ziemlich schlecht gelaunt. Also geh da nicht hin, wenn du nicht stark genug für sie bist. Sprichst du von meinen Eltern? So. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Klar. Aber erst besorgst du mir was Anständiges zu essen. Ich sterbe vor Hunger hier draußen. Ich will eine Flasche Milch, ein Brot und einen fetten Schinken. Und dann bringe ich dir bei, was du willst. Habe ich vielleicht. Warte mal. Oder auch nicht. Milch, Brot. Ah, no, mir fällt der Schinken. Scheiße. Okay, alles klar. Dann verpiesen wir uns hier mal schnell. Ich glaube, das wird... Das wird schwierig mit Feuermagier, diese. Mit Feuermagier. Wo geht's eigentlich hier lang? Oh, wie schön das aussieht mit den Sonnenstrahlen. Oh, da ist eine Burg. Was war das? Und wer sind wir? Alter, was ist denn das? Holy fuck. Halt! Du kannst hier nicht vorbei. Der ist rot. Ich will mit deinem Anführer sprechen. Ach so, du willst mit meinem Boss sprechen? Ja, dann lasse ich dich natürlich durch. Aber nur, wenn du seinen Namen kennst. Denn wenn nicht, muss ich dich töten. Also... Keine Ahnung. Diego, Dexter, Lee. Ist das hier... Das doch... Dann ist das doch Dexter, oder? Ist das hier Dexters Hut oder was? Dexter. Tja, schätze, du kennst meinen Boss. Okay, ich lasse dich durch. Aber ich warne dich. Kommst du irgendjemandem zu nahe, kommst du hier nicht mehr lebend raus. Also atme tief durch und lass die Waffen stecken. Dexter findest du im Haus. Mhm. Warum wird der rot angezeigt? Das heißt doch, die sind aggro auf mich eigentlich. Sprech mal einfach einen an. Geh, solange du noch kannst. Na, sägst du fein? Warum sind die alle rot? Die greifen mich doch 100 pro, greifen die mich an. 100%ig. Komme ich hier zu Dexter? Alter, ich... habe ich keinen Heiltrank? Weißt du was, ich werf mir hier schnell mein Schafsfell hin. So wie wir es immer machen, Freunde. Zack, gemütlich. Hingelegt und eine Runde gepennt. Und dann, liebe Freunde, machen wir auch eine Aufnahmepause. Wie der sich hinlegt. Ausruhen. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Zack. Warum kann er das Ding nicht automatisch mitnehmen? So. Und ich würde sagen, bevor wir dann zum Dexter gehen, beende ich diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tut mir leid, dass wir jetzt diese Folge doch noch nicht Feuermagier geworden sind. Machen wir dann entweder in der nächsten Folge, wenn wir es schaffen,
Oder in der übernächsten, mal gucken. Aber wir machen es auf jeden Fall noch. Ist ein bisschen schade, dass, das mit Lee, ach Quatsch, mit Laris nicht funktioniert hat irgendwie. Wenn ihr noch eine Idee habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß nicht, was wir da jetzt machen können. Aber mit dem Schaf und nur 1000 Gold kommen wir ja auch rein. Naja, machen wir alles dann in den nächsten Folgen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, teilt das Video überall. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Tschüss.